Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich bin wieder in Wasen, im Emmental, beim Bahnhof und werde jetzt hier mit der schönen Wanderung beginnen. Übrigens, heute Abend komme ich von da hier oben runter da. So, jetzt geht's Richtung Dorf. Das da drüben ist auch ein altes Restaurant, das geschlossen ist. Und da das Dorfzentrum von Wassen. Noch der Berner Bär. Eine kurze Bachbrücke. Das ist nämlich der kurze Neibach. Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Heute bin ich wieder unterwegs. Ich mache eine ganz schöne Wanderung von Wasen im Emmental Richtung Vorderarni, Hinterarni, dann fast bis zur Lushütte und dann wieder zurück über die Lüderenalb wieder nach Wasen. Ich habe diese Wanderung schon letzten Montag gemacht. Leider war aber sehr schlechtes Wetter und so wiederhole ich diese Wanderung heute nochmal. Ich möchte diese Wanderung der Beatrice Bieri Jos widmen. Sie war in letzter Zeit sehr krank und möchte vielleicht auch solche Wanderungen machen. Oder vielleicht auch ein bisschen kleinere. Aber aus gesundheitlichen Gründen ist es dir einfach momentan nicht möglich. Aus diesem Grund möchte ich dir ein bisschen schöne Bilder in dein Wohnzimmer zaubern. Und natürlich auch allen anderen, die vielleicht auch gerne solche Wanderungen machen möchten. Aber aus irgendeinem Grunde das nicht können. Ich wünsche gute Unterhaltung. Nochmals ein Blick zurück nach Wasen, zur Kirche, wo ich jetzt gerade drin war. Und das da hinten, nach hinten, dieses Tal, das ist der Hornbach. Also der geht so hin, nach hinten da. Und noch zu eurer Information. Ich werde ein paar Bilder vom Montag dann auch noch in dieses Video einbauen. Und da geht es jetzt doch schon ziemlich hoch. Jetzt geht die Wanderung erstmals
zu diesen Häusern hoch da vorne. Und das ist die Aussicht, die ich schon jetzt habe. Da sieht man wieder schön ins Tal runter. Übrigens, von Wasen talabwärts fließt die Grüne. Die bekommt erst da in Wasen den Namen. Und hier sieht man jetzt in den kurzen Eigraben drunter. Oder genau gesagt, kurzen Ei. Und ich kann jetzt da raufsteigen. Da hier kommen wir jetzt in den Weiler Hambühl. Da einen Blick in den Hutzenbachgraben. Und den Wasen, der Jura ganz hinten und da sieht man in den Hornbachgraben. Und wie gesagt, da vorne in Wasen, wo der Hutzenbach und der Hornbach zusammenfließen, entsteht die Grüne. Ich bin übrigens das letzte Mal da durch dieses Tal hochgewandert und dann alles da drüben über diese Hügel. Das war noch, wo ich ohne Rutt unterwegs war. Jetzt habe ich zum ersten Mal einen Naturweg. Vorher war ich immer auf asphaltierte Straße unterwegs. Und übrigens, am Montag kamen wir hier schon in den Nebel rein. Und jetzt geht's da schon ziemlich steil hoch. Und wenn ich mich langsam umdrehe, ist das meine Aussicht von da. Ja, da habe ich jetzt doch gerade ziemlich Höhe gewonnen. Und da hier drüben, da komme ich dann wieder runter. Und auch da oben, an diesem Wald entlang, werde ich heute noch wandern. Jetzt komme ich zur ersten interessanten Stelle von heute. Ab dieser Höhe waren Rutt und ich schon voll im Nebel. Wobei, ich muss auch ehrlich sagen, es hatte auch seinen Reiz. Es war zum Teil fast so mystisch. Thank you.
die steilste Aufstiege und der längste von heute habe ich jetzt geschafft. Und schon da hat man eine ganz schöne Aussicht bis zum Jura. Und da auf der anderen Seite, dann diesem Hang entlang, sieht man den Weg, wo ich heute Abend durchkomme. Diesen markanten Hügel da vorne, den sieht man schon weit. Sehr ein markanter, der da wirklich heraussticht. Und da drüben sehe ich zum ersten Mal einen Teil von den Bergen. Und da Richtung Wasen runter. Was ist da hier? Ganz unten im Loch. Jetzt geht es diese Straße entlang. In diesem Wald habe ich wieder einen kurzen Aufstieg und dann habe ich das Schlimmste hinter mir. Ich habe vor der Arni erreicht, das ist dieser markante Hügel. Und von da sieht man sehr weit ins Tal. Jetzt habe ich gerade von einem Landwirt vernommen, dass das da hier früher die Käserei gewesen ist. Bis dann im Tal unten die Käsereien gebaut worden sind. Das ist doch so eine richtige Alpkäserei. Und zu da vorne, zu diesem großen Bauernhof, das gehörte früher noch dem Thorberg. Das ist eine Strafanstalt. Und es waren sogar noch Häftlinge da oben. Da auf der gegenüberliegenden Seite sehe ich ein berühmtes Hotel. Da hier, da genau, ist nämlich die Lüderenalp.
dort komme ich heute noch durch. Und da hinten, da mache ich jetzt wirklich einen Bogen bis dort ganz hinten, wo man den Schnee sieht, geht noch die heutige Wanderung. Und hier, da geht's wieder steil runter. Von dem allem haben wir am Montag gar nichts gesehen. Und dieser Graben hier, das ist der Wittenbachgraben. Oder auf Berndeutsch Wittenbachgraben. Da, auf der anderen Seite, kann ich dann heute Nachmittag hier auf diese Seite rüberschauen. Auf diesem Rastplatz mache ich jetzt meine erste Pause. Dadurch ist es ganz schön zum Wandern, diesen Wald. Da auf dieser Seite unten ist das Huttlebad. Es gibt ja da im Emmental viele solche Bäder. War früher sogar international bekannt. Aus England kamen noch Leute hierher zum Baden. Das Huttlenbad da unten, das ist ganz vom Wald umgeben. Ich werde es euch dann von der anderen Seite her noch zeigen. Man sieht es gut von der Lüderen Alp aus. Da vorne
sieht man wieder den großen Hof, wo ich vorher vorbeigekommen bin. Ich habe von diesem Bauer noch etwas Interessantes erfahren, und zwar hält er Mutterkühe von einer Rasse, die gegenüber Wanderer nicht aggressiv sind. Bei ihm können man die Weide problemlos durchqueren. Auf der anderen Seite, bei der Lüderer Alp, sieht das Ganze scheinbar ganz anders aus. Dort sei eine andere Kuhrasse, auch Mutterkühe. Dort mussten sie die Wanderwege alle auszäunen, weil es sonst viel zu gefährlich wäre, dort die Weiden mit diesen Mutterkühen zu durchqueren. Da, an dieser Stelle, komme ich wieder vom Huttelbad hoch. Das Problem war, ich wollte auch noch zuerst dort durch, aber da hätte ich sehr viel an Höhe wieder verloren und hätte wieder einen ziemlich langen Aufstieg gehabt. Da ist noch ein Geocaching, aber da habe ich jetzt keine Zeit, das auch noch zu machen heute. Und da oben eine schöne Eule. Und wenn ich mich umdrehe, auf diese Seite auch nochmal. Und jetzt geht es da weiter. Jetzt gehe ich Richtung Hinterarni Alp. Leider hat das Restaurant geschlossen. Ruth und ich waren aber schon am Montag dort oben und haben ganz, ganz gut gegessen. Aus diesem Grunde möchte ich euch auch noch schnell dieses gute Restaurant wenigstens von außen zeigen. Da ganz drüben komme ich irgendwo durch. Ich glaube fast da, in diesem Hang da. Da habe ich noch einen kurzen, heftigen Aufstieg. Wieder eine fantastische Aussicht. Dann noch auf die andere Seite. Hier oben haben wir am Montag überhaupt nichts gesehen. Und die Bäume waren ganz weiß, wie im Märchenland. Ich werde euch dann noch einige Fotos im Video zeigen.
das da vorne ist jetzt die Hinterarnialp, das Restaurant, wo Ruth und ich am Montag so gut gegessen haben. Und von diesem Panorama da haben wir nichts gesehen. Von da unten bin ich jetzt gerade hergekommen. Da sieht man wieder schön ins Mittelland bis zum Jura. Und vor dem Jura, die große Ortschaft ganz im Tal unten, das ist Dönsingen. Und da auf der anderen Seite, diesem Hügel da drüben, bin ich das vordere Mal hochgewandert. Da hier haben Ruth und ich gegessen am Montag. Ist also wirklich empfehlenswert. Schade, dass heute geschlossen ist. Aber das wusste ich ja. Und jetzt geht's hier wieder runter. Ein schöner Spielplatz. Und die Aussicht da oben ist sehr, sehr schön. Das Stockhorn geradeaus. Ja, da sieht man wieder weit. Und ich gehe jetzt noch in dieses Gebiet. Ich glaube da drüben, diese Straße hoch da. Und das ist nochmal ein Blick zurück.